werde nochmal darauf hingewiesen. Ach, wir haben jetzt keinen. Aber haben wir denn hier Schlossknacker? Bauen wir doch gleich mal 3 Stück. Was können wir noch bauen? Ein paar Bombenautos. Warum nicht? Bombenautos kann man immer gebrauchen. Und haben wir noch irgendwas übrig? Bandagen brauchen wir nicht. Wundergut. Wundergut. Schön, meine ich. So, machen wir die Tür auf. Zack. Und finden einen Benzintank. Munition. Bandagen. Und nochmal Munition. Und ein paar Kristalle. Okay, das war's dann aber auch schon. Gehen wir wieder raus. Und suchen weiter das Krankenhaus. Aber ich finde es nicht. Hier hoch? Von da komme ich? Nee, ich komme von unten. Okay. Was haben wir denn hier auf der Seite? Nichts. Das ist gut. Gehe ich erstmal hier weiter. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Gut, dann gehe ich doch hier raus. Kann etwas die Aussicht genießen. Ist das Schnee? Wahrscheinlich nur sehr heller Sand. Schnee. Oh, Raketenwerfer. Okay. Interessant. Da habe ich jetzt meine Pistole geworfen, oder? Will ich das, meine Pistole? Ja, komm. Was haben wir jetzt noch? Ein paar Raketen. Ich bin mir sicher, wenn hier ein Raketenwerfer rumliegt, werde ich den auch gleich brauchen. Okay. Und ich glaube, für ihn hier. Braucht neue Raketen, Kollege. Keine Raketen mehr. Oh nein. Nein, das ist nicht nett. Nein, nicht damit drauf. Nein, das tut weh. Aua. Ich fürchte, ich muss warten. Nein, nein, nein. Ah, wenn er sein blaues Symbol da hat. Das ist seine Schwachstelle. Ah, bin nicht getroffen, ich fürchte nicht. Das gibt's doch nicht. Muss doch mal ein Treffen da. Jetzt aber auch nicht, doch. Aber Schaden nimmt anscheinend irgendwie nicht wirklich. Autsch. Au. Ist nicht nett. Kollege. Ach, da oben. Jetzt habe ich ihm Schaden gemacht. Braucht trotzdem mal neue Raketen hier. Okay. Jetzt haben wir es da unten wieder, aber das... Ah! Ich laufe noch voll rein. Und nochmal. Aber irgendwie... Es ist mir nicht möglich, das Ding zu treffen, ne? Oder ich muss irgendwie schießen, bevor da überhaupt das zu sehen ist. Ist doch scheiße. Interessant. Autsch. Ah, ich kriege auch mal Raketen, das ist schön. Das freut mich sehr, aber dennoch, ich weiß noch nicht so ganz, wie ich ihn da treffen soll. Das war ein Treffer. Mal ohne Zoom probieren. Ah! Du Schweinehund. Ah! Jetzt mal leuchtet sein Hirn da oben gar nicht. Soll ich trotzdem drauf schießen? Nein! Zack! Okay, das Ganze noch einmal und dann habe ich ihn aber auch. Neue Raketen. Danke. Nur da ich auf leicht gestellt habe, kann ich anscheinend auch nicht sterben. Denn es macht immer nur so viel Schaden, dass ich genug Zeit habe, mich zu regenerieren. So, wie oft muss ich dich noch treffen? Ich sollte halt überhaupt allgemein mal treffen, weil... So zum Beispiel. So, ich gehe wieder hier rauf. Ach du mit deinem Anvisierungslaser, das hilft mir sehr. Oh, 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 oh.
Ich hoffe, das reicht dir langsam mal, du Idiot. Fall um! Fall um! Gibt's noch ein paar Raketen? Sehr schön. Für einen Stöpsel da. Das ist ja interessant. Ja, ja. Okay. Gut. Was mache ich jetzt? Laufe ich auf ihn rauf? Okay, da ist eine unsichtbare Wand. Unsichtbaren Wänden haben sie es aber in diesen tollen Spielen. Ich sehe nichts. Warum ist das so blau? Hier komme ich auch nicht durch. Ah, hier an der Seite. Ich glaube, dieser Weg ist neu. Hier komme ich runter. Es blinkt ein relativ altes Sofa. Aber ich keine Verwendung für, glaube ich. Oh, das sieht schon ein bisschen besser aus, aber immer noch nicht besonders angenehm zu sitzen, glaube ich. Ich glaube, dich hat's erwischt. Das tut mir leid. Nur noch ein Büchlein mit und Bandagen. Und Stofflappen, glaube ich, waren auch dabei. Gehen wir mal weiter runter. Eine Cola, bitte. Eine Cola! Bitte. Ich will Cola. Cola, Cola, Cola. Gibt's ja nichts aus. Schade. Na, hast du gar nicht gehört haben, du Idiot. Du Cheater. Du Cheater. 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 Ich sehe nichts. Ich bin vollgeschleimt. Na, willst du sterben? Na komm, du willst doch sterben. Kenn ich doch. Siehst du? Vielen Dank für diese Stofflappen. Und weiter geht's hier raus. Blut. Kommen wir nicht durch. Aber das sieht mir schon ein bisschen nach Krankenhaus aus. Immer wo Blut ist, das Lobby. Wir befinden uns also in der Lobby vom Krankenhaus. Kann das sein? Ja. Krankenbetten, das sieht schon mal sehr gut aus. Dass du auch so viel aushältst, ne? Mann, 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 du, nicht schlecht. Respekt. Auf jeden Fall Respekt von mir. Noch ein paar Bandagen. Okay, was ist das denn hier? Ach, du schon wieder, ey. Da noch eine Pistole? Verstehe ich nicht. Aber ich brauche alle Waffen und die Raketenwerfer. Oder ist Raketenwerfer wieder weg? Nee. Komisch. Oder kann man nur eine begrenzte Anzahl an Waffen in dieser Schnellauswahl haben, das kann natürlich auch sein. Ey! Du stirb! Weil dort habe ich auf jeden Fall keine Pistole. Na, komm! Stirb! Wo wollte ich jetzt hin? Ich glaube, ich wollte da irgendwie hoch. Über die nicht funktionierende Rolltreppe. Aber immerhin ist sie betretbar. Womit wirfst du da eigentlich? Mit deinem glühenden Handschuh? Das ist interessant. Von der Waffentechnik dieser Monster kann man noch einiges lernen. So ein Schleim, der ist auf jeden Fall nicht uneffektiv, denn ich sehe überhaupt nichts. Na, fall um. Siehst du, hier komme ich zwar schon nicht hoch, denn hier hängen irgendwelche Kabel rum, die anscheinend nicht zu entfernen sind mit meinem Waffenarsenal, was ich dabei habe. So, ich möchte diesen tollen Kompressor haben. Oh, das sieht doch noch recht in Schuss hier alles aus. Ah, ich will hier vorbei. So, ein Elektrobausatz. Nicht schlecht. Aber es bringt mich nicht wirklich weiter. Was haben wir hier noch? Ein paar Bandagen. Und ein paar Bildschirme, die rumflackern. Ah, was haben wir hier noch? Ein Munitionspaket. Gut, dann gehen wir hier wieder raus. Wir kommen nicht durch. Bin ich hier nicht eben durchgekommen? Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Das übersehe ich. Stofflappen. Stofflappen, die mir aber auch nicht weiterhelfen. Hier komme ich nicht durch.
Ah, mein Defibrillator-Upgrade, das ist doch. Wäre ich doch fast noch dran vorbeigelaufen. Aber die Tür trotzdem nicht auf. Aha, Licht, was ist los? Warum gehst du einfach raus? Da will doch jemand wieder sich wieder durch die Wand bohren. Und er hat es auch geschafft mit einer riesen Explosion. Ach, du. So einer schon wieder. Ein Zusammenspiel mit so einem Werferidioten. Das ist natürlich interessant. Bleib liegen. Na komm. Geht doch. Geht doch. Jetzt kommen wir hier bestimmt auch durch, ne? Vielen Dank für diesen hübschen Weg, den ihr uns hier gemacht habt. Die Tür ist zu. Aber. Ja, komme ich auch nicht durch. Das ist schlecht. Aber hier unten. Es geht weiter runter. Uah, eklig. Ich will hier nur noch raus. Ich habe alles, was ich brauche. Dann möchte ich die Totenstadt nicht weiter belästigen mit meiner Anwesenheit. Und sie weiter hier ihren Tod ausleben können. Oder so. Ich will raus. Wieder ab ins Ödland. Das ist mir doch deutlich lieber. Das gute Wasteland. Ja, Ladezeit. So, jetzt sollen wir das Defibrillator-Upgrade zu Dr. Quasir zurückbringen. Das war dieser interessante Typ mit seinem... Ja, wie soll ich das sagen? Ein komischer Kran, wo umgefahren ist. So, setzen uns wieder ins Auto. Und hier sind noch schon wieder Idioten, die mich töten wollen. Aber nicht mit mir. Ich fahr euch allen davon. Und zack. Ja, da soll ich vielleicht dran vorbeifahren, nicht gegenfahren. Das empfiehlt sich sehr. Yay! Jump, jump, jump. Komme ich hier mit dem Auto eigentlich rauf? Nee, oder? Mhm. Das war wohl ein Nein. Schade. Muss ich halt ein Stück laufen. So, wir gehen wieder ins Labor von unserem netten Doktor Quasir. Heißt er Doktor? Heißt er Professor? Doktor heißt er. Interessant. Oh, komm mal ran hier. Sehr gut, du hast noch alle Arme und Beine. Also halt schön still, damit ich dir das Upgrade jetzt installieren kann. Wird kaum wehtun, glaub ich. Okay, ich hab Angst. Ich hab Angst. Ah! Ab sofort regenerierst du doppelt so schnell. Und das wirst du auch gebrauchen können. Vergiss nie, die Regierung ist skrupellos. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie dich irgendwann erwischt hat. Deine Zukunft liegt eindeutig beim Widerstand. Aber vorher müssen wir noch was anderes erledigen. Okay, ich habe deine Feldritprobe inzwischen genau analysiert. Was die Banditen versuchen, und das offenbar erfolgreich, ist, das Feldrit als Explosionsbeschleuniger zu verwenden. Äußerst gefährlich, wenn sie es in die Hände bekommen. Dieses Stück wurde zwar neutralisiert, aber bring es trotzdem zu Clay. Er muss unbedingt erfahren, was sie vorhaben. Bring es zu ihm. Alles klar. Wir sollen also die Probe zum Bürgermeister bringen. Damit er erfährt, was die bösen Banditen hier vorhaben. Denn ansonsten könnte das ziemlich böse für uns alle werden hier. Werden wir dagegen nichts unternehmen. Also ab in unser schönes Auto. Und ab geht die Post. Hau den Turbo rein, Kollege. Jawoll. So, hier sind auch schon wieder Banditen, die uns daran hindern wollen, die frohe Botschaft oder nicht so frohe Botschaft zu übermitteln. Aber um die kümmere ich mich jetzt erstmal nicht. Ich spare lieber mir die Munition.
Spring rüber! Woohoo! Ich mach ein bisschen Gas hier. Was haben wir denn hier? Nichts. Nur etwas Sonne, was gegen den einen Felsen strahlt. Ah! Eine scharfe Kurve. Links abbiegen und gleich wieder rechts. Ah, ja. Jetzt üben wir nochmal mit dem Autofahren. Und dann sind wir auch schon wieder in Wellspring. Und werden uns dann direkt zum Bürgermeister bewegen. Und ein Überlebenstipp, rede mit jedem, es gibt eine Menge Jobs. Ja, eine Menge Jobs, bei denen ich sterben kann. Ich repariere mit meinem Auto, was kostet das? $36, das ist okay. Und dann verlasse ich jetzt die Werkstatt. Ich hab gehört, du warst beim alten Quasier. Das ist ja ein wandelndes Lexikon. Ich würde gut auf ihn hören, wenn ich du sehe. Vielen Dank. Kann auch jeder Einzelne profitieren und diese Stadt weiter wachsen. Ich danke. Schade, rede ich nicht weiter. So, Bürgermeister, wo bist du? Er nennt da jetzt Schild erstmal. Nicht schlecht. Sehr interessant und äußerst beunruhigend. Trotzdem danke für die Hilfe. Nehmen Sie das hier für Ihre Mühen. Sie haben sich als äußerst fähig und $200. Sie sind sogar noch am Leben. Ich bin sicher, dass Sheriff Black Sie gebrauchen kann. Sehen Sie, Sie machen sich langsam einen Namen, mein Freund. Sehr gut. Also ein ganz nettes Lob direkt vom Bürgermeister. Gehen wir jetzt mal zum Sheriff. Ich glaube, da musste ich hier lang und dann hier lang und dann gleich rechts abbiegen. Vielleicht hat er. Wobei, ich habe ja noch eh noch offene Aufgaben, glaube ich. Nicht bauen. Die. Genau, ich soll noch. Ach, ich muss sowieso noch dem Sheriff mal Bericht erstatten von meiner letzten Mission für ihn. Dann kann er mir sicherlich noch einen neuen Auftrag geben. Und er erfährt, wie gut ich bin. Wieder mal hervorragende Arbeit. Dank dir sind wir diese fiesen kleinen Drecksbomben endlich los. Jo, nochmal $225. Hat schon wieder den Brunnenalarm ausgelöst. Sieh mal nach, was da los ist. Brunnenalarm. Nicht wieder nur ein Fehlalarm. Okay. Im Büro des Brunnenmeisters, wo auch immer das Büro des Brunnenmeisters ist. Schön. Dachte ich mir, ich folge einfach mal den Lauten von dem Alarm, aber ich höre ihn überhaupt nicht mehr. Hallo, mein Freund. Hi. Wo ist denn der Brunnenmeister? Soll ich verarschen? Wo ist der Brunnenmeister? Wo ist sein Büro vor allem? Ist der Brunnenmeister hier? Nein, schon nicht. Och Mann. Hallo. Hallo. Entschuldigung. Macht nichts. Wo finde ich denn den Brunnenmeister? Hier nicht. Hier nicht. Hier ist der Bürgermeister. Oder ist er draußen? Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass der Brunnen nicht innerhalb der Stadt ist, vielleicht. Das werden wir gleich sehen, wenn wir ein Ziel angezeigt bekommen auf der Karte. Rede. Nö. Also offensichtlich nicht. Verdammt.